Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Und ich muss mich im Prinzip mal bei euch entschuldigen. Ich habe es ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, dass die Wand, die wir unterirdisch gefunden haben, dass ihr die teilweise schon vor mir gesehen habt. Was wohl daran liegt, dass mein Bildschirm etwas zu dunkel eingestellt ist. Und ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, das tut mir schrecklich leid, aber da kann ich leider nichts dran ändern. Ich mag meine Bildschirmeinstellung so, wie sie ist. Und da werde ich auch erstmal nichts dran ändern. Blöd ist es natürlich trotzdem, dass ihr quasi 2 Folgen lang schon auf eine Wand geschaut habt, die ich nicht gesehen habe, wie sie unausweichlich näher gerückt ist. Ich sag jetzt einfach mal dumm gelaufen, aber ja, so ist es halt. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern, aber ich glaube, ihr seid mir da auch nicht böse. Dadurch sind 2 Folgen mehr entstanden und alles ist gut. Was müssen wir heute machen? Habe ich noch Favors offen? Nein, da könnten wir aber mal gucken, ob. Was hast du, Keno? Was hast du noch? Pfefferminzbonbons. Kannst du hin? Ach, stimmt ja, ich bin ja wieder Hausmeister, fällt mir auf. Ich wollte ja wieder ein bisschen Geld verdienen. Und hier sind wir immer noch am Durchgraben. Muss ich mal schauen, wie weit ich da schon bin. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe jetzt bestimmt. Lass mich nicht lügen. Eine Woche? Vielleicht? Nee, weniger. Sagen wir mal 5 Tage. 5 Tage habe ich jetzt keine Escapists mehr gespielt. Muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich habe sehr viel Chroma Squad gespielt, das einfach super geil ist. Ich kann es euch wirklich nur noch mal ans Herz legen. Wenn ihr noch nicht vorbeigeschaut habt, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ich habe da mega Spaß mit. Und kann es wirklich nur jedem empfehlen, der auf alte Rollenspiele oder gestimmt eigentlich gar nicht. Irgendwie, ja doch, irgendwie schon alte Rollenspiele, aber auch vor allem hier auf die Grafik, wie sie bei Escapist ist, steht, der wird dann seinen Spaß mit haben und der Humor ist super. Viele Anspielungen auf andere Filme und Serien und ach, ist ein tolles Spiel. Ich kann es wirklich nur empfehlen, schaut mal rein. Genau, und ich habe mir gestern noch, nee, vorgestern, nee, stimmt gar nicht, vorgestern, vor ein paar Tagen, habe ich mir noch Killing Floor 2 gekauft. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Alter, was ist heute wieder los? Ein ultra brutaler Koop-Shooter. Aber richtig gut. Macht richtig Spaß. Und wahrscheinlich wird es da demnächst auch das ein oder andere Video dazu geben. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber es scheint so, als würde da bald was kommen. Ich habe da einfach Bock drauf, weil das Spiel ist echt ein Spaß. Problem ist nur ein bisschen, ich weiß nicht, da muss ich mich erstmal ein bisschen informieren. Und vor allem, sorry, wenn ich kurz was sage. Irgendjemand hat gesagt, dass ich noch ein Magazin in meiner Schublade habe. Und es ist wirklich so, ich laufe seit Tagen rum und suche so ein Ding, naja. Genau, ich muss ein bisschen gucken. Es kann sein, dass das Killing Floor 2 in Deutschland indiziert wird. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ein indiziertes Spiel auf meinem, also Videos von einem indizierten Spiel auf meinem Kanal habe. Da muss ich mich erstmal mit meinem Netzwerkmanager kurzschließen, was dann passiert. Nicht, dass ich dann irgendwie komplett alle Videos dann löschen muss von dem Spiel oder dass mein Kanal dicht gemacht wird, was natürlich der absolute Obergau wäre. Das darf nicht passieren. Und ja, also vielleicht kommt da was, vielleicht kommt auch was nicht, aber demnächst wird es noch die eine oder andere Ankündigung geben. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Die auch mit euch ein bisschen zusammenhängt, denn ich will mehr mit euch zusammenspielen. Welche Spiele das sein werden und warum und wieso, weshalb, das kommt aber dann irgendwann die Tage, kommt das dann mal so eine Info. Wann genau, weiß ich jetzt noch nicht, muss ich mal schauen. Ich brauche Gabeln, Gabeln, Gabeln zum Graben.
Oh, heute haben wir wieder ordentlich was an Gabeln dabei. Bin mal gespannt, wie lange ich noch brauche, um da rauszukommen. Wenn ich da jetzt heute rauskomme, werde ich wahrscheinlich erstmal eine Nacht safen. Weil ich bin dann erstmal froh, dass ich das hier freigehackt habe. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren, damit ich nicht arbeite, während hier die Wachen rumlaufen. Das wäre natürlich... Nein! Das ist aber gut, Leute. Alter, jetzt sind da 4. 5. 4. Alter, was ist denn hier gerade für ein Wachendurchsatz? Die wollen mich doch veräppeln. So, wenigstens noch ein Stückchen geschafft. Boah. Die haben aber auch Nerven, ey. Gerade komplett den Faden verloren, sorry, aber... Das war gerade ein bisschen aufregend. Oh, und mir fällt was auf, ich muss die Folge hier ganz schnell rendern. Ich bin heute ein bisschen in Verzug. Wie gesagt, ich habe es ja letztens schon mal erzählt, ich bin mit meiner Masterarbeit mittlerweile fertig, aber es hat sich so viel angestaut über das letzte halbe Jahr. Ohne Spaß, die letzten 2 Tage habe ich nur mein Zimmer aufgeräumt und geputzt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in einem halben Jahr für einen Müll und für einen Dreck in so einem Zimmer anfällt. Also ich hatte ja während meiner Masterarbeit wirklich überhaupt keine Zeit, um mich irgendwie um mein Zimmer oder so zu kümmern. Und das habe ich jetzt die letzten 2 Tage mal nachgeholt. Und jetzt ist es hier wieder halbwegs annehmbar. Und jetzt weiß ich gar nicht, warum ich das erzählt habe. Ach genau, weil ich nicht so, momentan immer noch nicht so viel Zeit habe. Es staut sich momentan extrem viel an. Also irgendwie zeitlich bin ich noch nicht so entspannt, wie ich es gehofft hatte. Und ich muss auch sagen, ich nehme momentan wieder relativ viel auf. Also wie viel, was habe ich denn alles momentan? Ich habe 4 Projekte. Werd wahrscheinlich jetzt noch im Voraus was anderes aufnehmen zusätzlich. Das ist schon eine Menge, ey. Das ist schon eine richtige krasse Menge. Vor allem, ich habe auch noch so viel zu spielen. Ich habe mir in letzter Zeit immer wieder Spiele gekauft, die ich noch nicht gespielt habe. Das muss ich auch noch nachholen. Also ich wünschte momentan mal wieder, dass mein Tag irgendwie 30 Stunden oder so hätte. Das wäre der Hammer. Aber wir leben dafür leider auf dem falschen Planeten. Ich weiß gar nicht, ob es welche Planeten in unserem Sonnensystem längere Tage haben als die Erde. Wird bestimmt einige geben, aber ich kenne mich da leider nicht so gut aus. So, wir sind hier fast durch die Wand durch. Das war knapp. Und den letzten mache ich, wenn der hier durch ist. Boah! Oh, Alter! Leute, war das knapp. Und dem hier schenke ich jetzt direkt den Block. Nein! Nein, nein! Dem hier schenke ich direkt den Block. Wow! Es hätte nicht knapper sein können. Definitiv nicht. Alter. Erstmal kurz entspannen, ey. Das war ja heftigst. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, was brauche ich noch für draußen? Ich werde mal kurz was machen, was ich eigentlich schon sehr viel länger hätte tun sollen. Ich nehme das hier mal, den ganzen Shit, den ganzen verbotenen Shit, und pack den erstmal unter die Erde. Das hier wird jetzt mein Lagerraum. Ich lege jetzt hier die Gabel drauf. Ich werde das in der nächsten Folge wahrscheinlich zuschaufeln, das Loch. Und die Gabel signalisiert mir, wo das Löchlein ist. Und immer wenn ich dann tatsächlich doch mal was brauche, kann ich das auch wieder ausbuddeln. Das Problem ist,
Es wurde mir jetzt halt schon mehrfach gesagt, habe ich auch schon in Folgen erwähnt, dass hier anscheinend auch Leute durchlaufen in dem Gang, also Wachen. Und Gen. Und das möchte ich halt quasi ja nicht verhindern. Verhindern kann ich es ja nicht, aber ich möchte den Schaden eindämmen, den ich dadurch angerichtet habe. Deswegen muss ich morgen wahrscheinlich nochmal ein bisschen buddeln, damit ich Erde bekomme, um halt die Wand wieder, um die Decke wieder zuzumachen. Aber ja, das machen wir, glaube ich, morgen. Heute die Folge ein bisschen kürzer. Ich würde sagen, dafür machen wir morgen eine Doppelfolge. Ich finde, das ist eine faire Sache, oder? Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen wieder, liebe Freunde. Macht's gut. Tschüssi.